Wir packten die notwendigen Sachen für diese schwierige und aufwendige Expedition. Lebensmittel, Wasser, Taschenlampen, Werkzeuge, Batterien und alles weitere, um unser Überleben zu sichern. Der Hund bekam eine extra große Portion Futter. Schon vor der Abreise lagen unsere Nerven blank. Keiner von uns wusste, ob wir jemals wieder lebend zurückkehren würden. Wir überprüften die Ausrüstung mehrere Male, nur um sicher zu gehen. Dann begaben wir uns auf die Reise zu diesem unheimlichen Ort. Als wir eintrafen, sah alles so idyllisch aus wie immer. Niemand würde es vermuten. Nein, wirklich niemand. Das, was hier vor vielen Jahren schon geschehen ist. Heute spricht niemand mehr darüber. Warum auch? Es ist vorbei. Inzwischen haben wir das Auto abgestellt. Es geht nur noch zu Fuß weiter. Wir sehen kein einziges Fahrzeug und keinen einzigen Menschen mehr. Würdest du es vermuten, wenn du diese Landschaft siehst? Das, was damals geschah? Es stürmt. Ich muss die Ausrüstung gut festhalten, sonst bin ich verloren. Verloren für immer. Überall ist Wasser. Da, wo eigentlich kein Wasser sein sollte. Durch den Wind bekomme ich kaum Luft. Aber wir gehen weiter. Zum Glück ist der Hund auch mit dabei. Und dann rückt er näher, dieser unheimliche Ort. War es richtig, hierher zu kommen? Der Sturm wird immer schlimmer. Auch die Kamera muss ich jetzt richtig festhalten. Die Bilder wackeln. Mir ist inzwischen richtig schwindelig. Und dann sind wir da. Wir können es kaum glauben, wir haben es geschafft. Wir sind überwältigt. Wir haben den tiefsten Punkt Deutschlands erreicht. Das trockengelegte Frebsumer Meer in der Gemeinde Krummhörn in Ostfriesland ist mit 2,30 Meter unter Normalnull tiefster Punkt der Bundesrepublik. Okay, ich gebe es zu. Dieses Video ist vielleicht etwas dramatisch geworden. Mit dem Vorfall ist natürlich die Entwässerung und Trockenlegung von 1769 gemeint. In der Krummhörn ist es natürlich auch nicht so gefährlich, wie es vielleicht in diesem Video klingen mag. Also, ab nach Ostfriesland. Yo, denn mal moin.